Und jetzt machen wir, mal gucken, das Glücksrad. Ich hab ein bisschen Angst davor. Nee, brauchst keine Angst haben. Wahrheit oder Pflicht klingt zwar immer so ein bisschen nach Angst haben müssen, aber langsam drehen, sonst verschieben sich die nachfolgenden Sendungen um 800 Tage. Let's go. Sehr gut gemacht. Du bist Profi. Warst du schon mal im Casino jetzt mit 18? Nee, noch gar nicht. So, jetzt bin ich gespannt. Wenn es auf Viva landet, darfst du mir eine Frage... Oh nein, 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 nein! Was ist das jetzt? Naja, das ist schon Pflicht. Das hatten wir noch nie, Leute. Es ist Viva. Das ist Pflicht. Für dich. Komm, dann ein Kompromiss, wir machen beide was. Okay, geil. Pflicht, also Pflicht ist in dem Fall blau, also wie P, blau. Oder zieh du eine blaue? Oder ich zieh für dich eine blaue, du ziehst für mich eine, die du willst. Hier. Okay, und dann ich die für dich. Na und? Imitiere dein Lieblingstier. Ah, guck mal, du imitiere dein Lieblingstier. Komm, wir können es wieder setzen. Okay. Imitiere dein Lieblingstier. Gut, du bist ja Synchronsprecher mittlerweile. Ja, aber wie soll ich denn jetzt einen Delfin imitieren? Ein Delfin ist einfach... Mal mit dem Mikro in die Hand. Was macht, es macht so Piepgeräusche, oder? Oh, so macht es. Mach mal nochmal. Ja. Oh, gar nicht so. Ich habe schon nie einen Delfin gemacht, glaube ich. Na gut. Ich habe, wenn du in einem Film leben müsstest, in welchem und warum? Im Film leben. Ja, in welchem Film bist du? Boah. Gut, ich finde jetzt Bigfoot Junior ganz gut. Ist gut, dann bist du, wer bist du dann? Mit Tieren. Nee, ich würde dann einfach Tom Becks nächstes Mal sprechen, nur dass du weißt, Bescheid weißt, Tom. Also beim zweiten Teil bin ich der Papa von Lukas. Und dann ist das auch mein Lieblingsfilm. Ansonsten, also mit Tieren reden ist schon was ganz Cooles. Ist schon übertrieben nice, ja. Und Film, ich fand Happy Gilmore damals ganz cool mit Adam Sandler, aber in dem Film leben wäre irgendwie komisch. Im Film leben, also stell dir vor, du wirst in Inception leben. Oh, Inception ist krass, Alter. Oh mein Gott, aber das wäre, glaube ich, würde ich nicht gerne leben, oder? Nee, in Inception ist mir zu... Ich war nach dem Film so, ich war so, was ist gerade passiert? Ich glaube, in so einem älteren Film aus den so, oder nicht ein älterer, aber ein Film, der in den 80ern, 70ern spielt, 60ern so, um die Zeit einfach mal mitzuerleben. Sag mal, Flug der Karibik ist schon älter, oder? Flug der Karibik, dann, nee, da will ich nicht mitspielen, da will ich nicht leben. Ja, der ist aus den 50ern. Nein. Nee, ich überlege mir das, aber ich glaube irgendwie so ein The Wolf of Wall Street, aber das ist 80er, 90er eher. Boah, krass. Aber das wäre heftig. Ich überlege mal. Ja.